Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist Mad Games Tycoon 2 und genau zu diesem Spiel verlose ich einen Steam Key, lasst es euch also nicht entgehen, alle Informationen jetzt hier im Anschluss. In diesem Sinne, bis gleich! Und damit nochmals ganz recht herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam und ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Falls ihr keine Kohle habt und mal zocken wollt oder sogar ein eigenes Spiel herstellen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Denn darum geht's bei Mad Games Tycoon 2. Ihr werdet zum Spieleentwickler. Hier seht ihr auch meine kleine Firma. Falls ihr es verpasst habt, es gibt bei mir auf dem Channel ein Let's Play. Also checkt es gern ab Folge 1 ab. Dann findet ihr nämlich ganz easy peasy heraus, wie das hier funktioniert. Ich mache jetzt hier ein bisschen Let's Play und erkläre währenddessen, wie ihr euch dieses Spiel sichern könnt oder wie ihr zumindest an der Verlosung teilnehmen könnt. Genau, so, meine Lieben, was mache ich gerade? Hier, ich entwickle ein neues Spiel und zwar ist es wie folgt. Ich habe ja herausgefunden, dass jetzt gerade Wirtschaftssimulationen angesagt sind. Ihr seht es oben am Bildschirmrand und ich entwickle auch gerade eine und die ist jetzt auch gleich fertig. Hier, schaut mal, zack, fertig. CWE Endurance Championship. Die nötigsten Arbeiten wurden abgeschlossen. Spiel ist bereit für die Veröffentlichung. So, jetzt kann ich Folgendes machen. Als erstes Mal würde ich gerne die Entwicklung fortsetzen, weil ich habe 94 Bugs. 94! Alter, das geht nicht. Das geht nicht. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Qualitätssicherung machen. So, und zwar brechen wir jetzt mal die Aufgabe ab. Und gehen hier auf Bugfixing. Genau, 94 Bugs. So, jetzt werden nämlich die zwei hier, das ist so meine Qualitätssicherung, wenn ihr so wollt, die zwei werden jetzt anfangen, diese 94 Bugs zu bearbeiten. So, das kann man auch ein bisschen beschleunigen irgendwo. Ah ja, hier, genau. Seht ihr? 90, 89. So, das ist glaube ich schon mal wichtig. In der Zwischenzeit, oh ja, Spiel vom Markt genommen. Mein Tailspinning-Game ist offensichtlich nicht mehr am Start. Das ist jetzt schlecht, weil jetzt gerade mache ich kein Geld. Ja, ich habe zwar 22 Millionen auf der hohen Kante, aber jetzt muss hier dieses Spiel schon ein Hit werden. Das ist mir auch neulich mal in den letzten Gameplays ist mir das aufgefallen. Ich sollte vielleicht mal irgendwie mich darum kümmern, dass es mehr gibt. Also ich entwickle immer nur ein Spiel und das ist boah, vielleicht ein bisschen schlecht. Ne? Also jetzt habe ich hier noch 47 Wochen ist dieses Genre sozusagen beliebt. Ich könnte jetzt hier, das kann man nämlich auch machen, hier kann man Marktforschung machen. Und hier sieht man, ich mache mal neue Marktforschung durchführen. Wollen wir mal gucken, was da rauskommt. So. Diese Marktforschung hat das Ziel, oh, da fällt mir gerade auf, ich erforsche gar nicht. Hier, guck mal, meine Forscher, die schlafen alle ein. Hier. Boah. Muss erstmal was erforschen. Was kann ich denn erforschen? Ich könnte mal Themen erforschen, okay, oder Sonstiges. Ich mache mal Sonstiges. Alles automatisch erforschen. Go. So, dann sollen die nämlich mal loslegen und können dann nämlich so Game Features, das sind es nämlich hier gerade, was ich erforsche, das können die dann machen. So, jetzt steht die Mad Games Convention an. Darum muss ich mich natürlich auch kümmern. Ich habe aber gerade nur ein Spiel, also reicht es auch, wenn ich mit nur einem Spiel antrete. Das ist grundsätzlich in Ordnung, aber ich muss, wie gesagt, mir mal Gedanken dazu machen, ob ich nicht vielleicht ein bisschen mehr entwickeln könnte. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal drüber nachdenken, hier mal sozusagen eine zweite Produktionskette aufzubauen. Also ich habe ja hier Entwickler, ne? Das ist gut. Und ja, jetzt müsste ich halt ein neues Grafikstudio zum Beispiel entwerfen und ein neues Soundstudio. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Und dann bräuchte ich allerdings auch noch davon. Ich habe ja herausgefunden, dass es hauptwahrscheinlich cleverer ist, kleine Büros zu bauen, statt so riesen Apparaten.
Das ist zumindest mal meine Vermutung. Wir können ja mal ein bisschen was probieren. Pass mal auf, wir machen jetzt hier mal ein neues Grafikstudio. So, 1, 2, 3. So, 3 mal 3 ist, glaube ich, die Mindestgröße. Und dementsprechend machen wir das mal. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Ah, da passt uns natürlich keins mehr rein. Dann machen wir 4 mal 4. Das ist, glaube ich, gut. Da entsteht hier dann hinten so ein kleiner Flur. Hier. Das ist gut, das machen wir so. So, da brauchen wir eine Tür. Die ballern wir an die Ecke. So, und sagen, okay. Jetzt hauen wir da einen schönen Arbeitsplatz rein. Das einfach nur vom Feinsten, sage ich jetzt mal. Kurz nochmal, wie war es nochmal mit dem Objekt rotieren? Halt. So, gut. Okay, jetzt kann ich hier nämlich einen Grafiker reinsetzen. Und ich lasse es jetzt auch mal bei einem. Ich verfolge jetzt mal diese Strategie. Was passiert, wenn man mit nur einem Grafiker das Ganze macht? Oder soll ich doch vielleicht mit zweien arbeiten? Boah, komm. Eigentlich müsste das ja dem Produkt schon helfen, sage ich jetzt mal. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. So, pass mal auf. Was könnte ich jetzt noch machen? Automatisch mit den besten Gegenständen ausrüsten. Ja, das passt. Jetzt könnte ich Raum umgestalten. So, jetzt bauen wir hier nochmal einen Schrank rein, damit einfach hier das Ganze ein bisschen angenehmer wird da drin. Und dann baue ich einen Aktenschrank für die Scheiße. Aber Fernseher passt nicht rein. Da machen wir ein Radio rein. Gut, dann brauchen wir einen Mülleimer. Das kommt immer gut. Ich kann auch mal dieses Snapping deaktivieren. Dann kann ich das nämlich alles ein bisschen freier platzieren. Das finde ich gut. So, und dann brauche ich eine Heizung. Zack. Und dann hätte ich gerne noch eine Pflanze. So, das sieht doch eigentlich alles gar nicht so schlecht aus. Ah, goldene Schallplatte geht nicht, aber so ein UFO-Bild. Und hier dann noch so ein Alien-Bild vielleicht. Genau. Und hier drüben auch. Top. Da freuen sich meine Entwickler, wenn sie so viel tolle Sachen dann im Büro haben. Dazu gibt es noch einen schönen Teppich. So, jetzt habe ich hier Grafik. So, und jetzt bauen wir noch ein Soundstudio dahin. Auch genau gleich. 4x4 muss erfüllt sein. Ah, okay. Dann ist das wohl doch ein bisschen größer. So, jetzt die Frage, kann ich hier vielleicht eine Tür reindonnern? Geht das? Ja, das geht. Perfekt. So, dann nehmen wir schönen Arbeitsplatz, den bauen wir da hinten hin. So, oh, das kann man ja, das wusste ich gar nicht, das kann man ja sogar. Boah, geil. Dann machen wir das hier so mitten rein. Ganz fett. So, perfekt. Und dann machen wir ein bisschen hier noch so ein bisschen, ne? So. Jetzt wäre natürlich Snapping dann doch wieder gut. Jetzt kein Bock hier. So, da haben wir nämlich dann das da drin. Dann ein Mülleimer finde ich gut. Eine Heizung wäre geschickt. Pflanze finde ich auch gut. So, wo machen wir die hin? Ah, dahinter einfach. Und vielleicht da an der Tür noch eine. Super. So, prima. Das finde ich gut. Vielleicht noch ein Teppich. So ein bisschen zum Schallschutz. Ist auch gut. So, einwandfrei. Damit haben wir jetzt auch ein Soundstudio. Jetzt brauche ich natürlich Mitarbeiter. Also nehme ich als erstes Grafikdesigner. Da haben wir hier die Freya Taffarell. Freya Taffarell, die ist ziemlich gut. Die kann ein bisschen was. Die stelle ich mal ein. Hallo? Hier. Ah ja, einstellen. Zack. Und dann, gut, jetzt könnte ich nochmal jemand einstellen, aber ich belasse es mal bei einer Person und gehe jetzt mal ganz kurz Arbeitsmarkt und dann gehe ich auf Musik und Sound. Da hat es den Giuliano Markov. Top. Stellen wir auch ein. Gut, prima. Damit haben wir die beiden. Die haben jetzt nichts zu tun. Das ist klar, aber das ist nicht schlimm. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, was haben wir denn hier so? Da haben wir einen Game Designer. Ist hier wirklich ein Platz frei? Was haben wir denn hier? Programmierer. Also die auf jeden Fall können alle theoretisch zumindest ein neues Spiel
entwerfen. So, was könnte ich jetzt noch machen? Qualitätssicherung wäre natürlich ganz gut. Support, Grafikstudio, Soundstudio. Ich glaube, der Rest ist eigentlich ganz gut. Qualitätssicherung wäre allerdings noch wirklich gut, wenn ich das hätte. Jetzt probieren wir mal wirklich alles in Minimalform zu bauen. Okay, es fehlt eine Tür. Das machen wir. Zack. 3x3. Vielleicht hätte ich. Vielleicht ist 4x3 doch ganz gut, weil dann kann man zumindest einen zweiten Arbeitsplatz noch reinpacken. Bei 3x3 passt wirklich nur einer rein. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ne, seht ihr? Das ist scheiße. Okay, jetzt nochmal. Zack. Raum verbessern. Dann nehmen wir das, bauen die Tür nochmal um. So. Und jetzt passt uns auch tatsächlich ein zweiter Arbeitsplatz rein. So. Bin natürlich jetzt auch wieder prompt von meinem ursprünglichen Plan abgewichen, alles minimalistisch aufzubauen, aber okay. Egal. Wie der Wendler sagen würde. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier. Jetzt können wir das Snapping wieder deaktivieren. Dann machen wir das so ähnlich wie den anderen Raum drüben. Ich glaube, das war nämlich alles gar nicht so schlecht. Erstmal hier die Heizung. Dann eine Pflanze. Noch ein paar Poster. Jetzt flutscht die Sache. Seht ihr das? Boah. Cool. So, alles klar. Das haben wir gemacht. Machen wir das zu. Und jetzt hole ich mir noch vom Arbeitsmarkt jemand fürs Qualitätssicherung hier. Boah, der ist aber ganz schön teuer. Der hier, was kann denn der alles hier? Der ist loyal, also wird nicht kündigen, talentiert, friert nicht. Da hätte ich die Heizung auch weglassen können. Und ist ein Allrounder. Ja, komm. Zack. So. Und dann könnte ich eigentlich auch noch den zweiten Game Tester auch noch einstellen. Den da. Da haben wir noch einen Spieletester. Was ist denn der Unterschied zu. Nee, das ist dasselbe. Spieletester, Game Tester. Was habe ich sonst noch? Hardware, Technik, Forschung, Marketing und Sound. Nee, das ist schon richtig. Dann nehme ich den noch. Der ist günstig. Das passt so. So. Ja, jetzt könnte ich hergehen und sagen, Unterstützung abbrechen. Weil jetzt kommt nämlich genau das zum Tragen. Dieses, was ich jetzt gebaut habe hier. Die können jetzt ein eigenes Spiel entwickeln. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Das machen wir in dieser Episode noch. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt ja gerade nichts mehr und das ist schlecht. Deswegen probieren wir das mal, ob das hier so, ob das zu einem Erfolg werden könnte. Also, wir wissen, dass jetzt gerade Wirtschaftssimulationen angesagt sind. Wie sieht es aus mit meiner Marktforschung? Das könnte ich vielleicht noch kurz durchlaufen lassen. Weil über die Marktforschung finde ich raus, was als nächstes angesagt ist. Übrigens hier Bürokraft. Da könnte ich auch noch mal jemand einstellen. Seht ihr, da ist noch ein Platz frei. Sollen wir mal? Arbeitsmarkt. Marktforschung, Marktforschung, Marktforschung. Marketing und Support. Das ist es. Bürokraft. Einstellen. Go. So, jetzt setzt die sich hin und jetzt flutscht es auch. Geht es ein bisschen schneller hier. So, dann warten wir das noch kurz ab und dann wissen wir nämlich, was als nächstes angesagt ist. So, jetzt ist es vorbei. Gleich. Ha. So, jetzt kann ich nämlich den Marktforschungsbericht angucken. Adventure und Zeitreisen. Aha. Adventure und Zeitreisen. Mal Aufgabe abbrechen. Soll ich das wirklich machen? Nee. Ich entwickle jetzt einfach mal ein Adventure. So. Also, Spiel entwickeln, neues Spiel. Ich bräuchte eine Lizenz. Die habe ich schon gekauft. Das passt eigentlich ganz gut. Da könnte ich jetzt zum Beispiel mal hergehen und sagen, ich mach mal. Hab ich denn noch nie ein Adventure gehabt? Vielleicht hatte ich ja schon mal eins. Dann könnte ich nämlich eine Fortsetzung machen. Moment mal. Scheiße. Also gut, dann mache ich das anders. Machen wir hier Spiel entwickeln, Fortsetzung.
Ah, da sieht man es auch sehr gut. Das war so. Das waren hier eher so Geschicklichkeitsspiele. Und jetzt, das ist ein Denkspiel, Rennspiel, Rennspiel. Das hier ist Strategie. Das hier war ein Rollenspiel. Ich habe noch nie ein Adventure gemacht, ehrlich jetzt. Boah, shit. Nee, dann müssen wir natürlich ein neues Spiel machen. Gut, alles klar. Also, Spielfeldgröße, machen wir mal A. Zielgruppe, machen wir mal Teenager. Oder machen wir mal alle, warum nicht? Probieren wir doch mal alle. Hauptgenre ist Adventure. Doch, das hatte ich doch schon. Erzähl mir doch keinen Scheiß jetzt hier. Ich raste aus. Moment. Moment, Spiel entwickeln. Fortsetzung. Hier, das ist doch ein Adventure. Dirty Dancing Adventure. Das waren aber auch die einzigsten beiden. Die waren auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Shit. Also gut, los. Neues Spiel. Zielfeldgröße. Ah, Adventure. Untergenre. Was machen wir denn da Schönes? Wie wär's mit Rollenspiel? Warum nicht? Hauptthema, Zeitreisen habe ich jetzt nicht ergründet. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlecht. Wir machen hier mal Schatzsucher und Dungeons als Unterthema. Dann nehme ich mir eine Lizenz, weil solche Filmlizenzen, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich kann mir hier auch eine neue kaufen. Lizenz erwerben, neue Lizenz. Ein Spiel, A History of Time, das ist doch geil. Buchlizenz, Bekanntheit 91%. Klasse, machen wir. So, Spiel entwickeln, neues Spiel. Jetzt ist das Gute, der merkt sich das alles, deswegen ist das alles nicht so schwierig. A History of Time. Perfekt. So, nächstes. Jetzt brauche ich eine Engine und nehme da 16 Features. Das hier ist eine eigene Engine, allerdings mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaftssimulation. Dann nehme ich halt mal die da. So, Plattformen. Wie sieht es da aus? 13,4, also Personal Computer auf jeden Fall. Byte 2 ist auch noch ganz gut in der Abdeckung. Jetzt habe ich einen Marktanteil von 57%. Hier nehmen wir dann noch die Pretendo Entertainment Set und dann noch Commodore C63. Da habe ich 74% Marktanteil. Das ist ziemlich gut. Gibt es denn gerade irgendwas, was so aufstrebend ist? Da kann man sich jetzt so quasi neue Dev-Kits kaufen hier. Aber das überzeugt mich jetzt alles nicht so sehr. Da sind die anderen einfach dominierender. Prima. So, Grafik haben wir alles so am Start. Kopierschutz können wir gucken, ob es schon was Neues gibt. Nö, scheint nicht so. Oh doch, es gibt was Neues. Schaut mal hier, Effektivität 100%. Dann nehme ich das natürlich. So, und wähle das dann auch aus. Das da. Prima. Anti-Cheat-Software gibt es noch nicht. So, jetzt kommt halt hier immer der spannende Moment. Was ist hier richtig? Also hier kann man jetzt einstellen, wie das so läuft mit den Prioritäten. Also Grafik, da würde ich sagen, bei einem Adventure ist jetzt die Optik nicht ganz so entscheidend, ne? Aber die Story dafür finde ich schon sehr entscheidend. Atmosphäre. Dann hier einsteigerfreundlich und vielleicht auch so. Diese Werte sind deswegen interessant, das muss man sich so ein bisschen merken, denn wenn ich jetzt nochmal ein Adventure entwickeln will, dann ist es wichtig zu wissen, wie man das Ganze so an den Start bringt. So, und jetzt pass auf, jetzt machen wir hier mal Gameplay ganz hoch. Technik ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig wichtig. Kann man dann doch die Grafik ein bisschen höher gewichten. Bei einem Adventure, das spielt doch da keine Rolle. So, alle Sprachen aktivieren, prima. So, und jetzt kann ich 16 Features. Nee, 24, guck mal, 24 von 30. Top. Prima. So, das war's. Entwickeln. So, diese Entwickler hier entwickeln jetzt also dieses Adventure. Und jetzt kann ich noch sagen, hochwertige Grafiken. Für welches Spiel? Dieses Spiel. Alles aktivieren. Zack. Und jetzt machen wir noch hochwertige Sounds. Na, warum geht's nicht? Hier, jetzt. Und zwar für A History of Time. Oh, Shop, hier. So. Und jetzt kann man hier noch sagen, Gameplay verbessern.
History of Time, alle aktivieren, go. So, und jetzt seht ihr, ich kann jetzt hier mal hingehen, diese Pfeile, die symbolisieren eben, da wird jetzt, in diese Richtung wird entwickelt. Hier wird also praktisch ein Adventure entwickelt und hier unten machen wir noch ein bisschen Polishing im Bereich meiner Wirtschaftssimulation. So, ich warte jetzt kurz, bis das hier abgeschlossen ist. Hier unten. Und dann werfe ich das Spiel auf den Markt und dann schauen wir noch schnell, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, meine Lieben, vielleicht ganz kurz zum Gewinnspiel. Wie funktioniert das mit dem Gewinnspiel? Eigentlich kinderleicht. Alles, was ihr machen müsst, sind drei Dinge. Erstens, ihr müsst diesen Channel abonnieren. Das ist easy peasy. Zweitens, ihr müsst... Oh, jetzt hier. Schaut mal, jetzt ist es fertig. Zack. Entwicklung abschließen. Publisher suchen. Und jetzt kann ich mir einen Publisher aussuchen, mit dem ich zusammenarbeiten will. Wie wäre es denn... Gibt es hier einen Adventure-Experten? Der hier ist ein Adventure-Experte. Oh, hier. Namco. Namco auch. Dann nehme ich aber lieber Namco, weil die haben hier vier Sterne als Marktstärke. Das ist ziemlich gut. Das machen wir. So, prima. Top. Jetzt warten wir mal, wie es aussieht hier so mit... Oh, seht ihr, ich habe auch richtig Geld verloren. Wie es aussieht mit der Bewertung. Schauen wir mal, ob ich damit so halbwegs... Oh, scheiße, Mann, nicht so richtig geil. 74% nur meine Wirtschaftssimulation. Das ist natürlich nicht so toll. Wir können uns jetzt auch mal kurz angucken, warum das so ist. Spielbericht erstellen zu diesem Spiel. Und dann warten wir es mal ganz kurz ab. 74% nur. Also, ihr müsst diesen Channel auf jeden Fall abonnieren. Und dann wäre es cool, wenn ihr diesen Channel noch bei euch, auf eurem Channel, unten bei den angesagten Kanälen mit reinnehmt. Wie das funktioniert, das erkläre ich in einem separaten Video. Da könnt ihr dann auf jeden Fall euch das genauer ansehen. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch einen Kommentar schreiben. Das war's. So easy ist es. Und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Übrigens dann auch natürlich bei allen anderen Verlosungen, die noch kommen. Also ihr müsst im Prinzip das Ganze nur einmal machen. Bis auf den Kommentar. Das müsst ihr halt jedes Mal machen. Aber das ist ja easy. So, meine Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Ich schaue mal an, warum mein Spiel so gefloppt ist. 74%, Moment mal. Spielberichte ansehen. Hier. Jetzt können wir da nämlich mal reingucken. Und dann seht ihr schon, ich habe zum Beispiel bei den Einstellungen habe ich keinen Treffer gelandet. Das ist schlecht. Das wisst ihr noch, ich habe vorhin erklärt, 6, 5, 5, da muss man sich Gedanken machen, wie und was. Also von daher, das wäre schon wichtig, dass wir da ein bisschen gucken, dass wir da näher dran kommen. Aber mal sehen. So, meine Lieben, in diesem Sinne, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe. Ich wünsche euch viel Glück bei diesem Gewinnspiel und ich hoffe, ihr habt dann auch ein super schönes Wochenende. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. We'll be right back.